Es handelt sich um eine Erbschaftssache. Als ich 16 Jahre alt war, starb meine Patentante und hat mir alles hinterlassen. Das hat sie mir auf dem Sterbebett gesagt und darüber gab es auch ein Testament. Woraus bestand die Erbschaft? Bargeld. Ich weiß nicht mehr genau wie viel, so zwischen 50 und 100.000 Mark. Und Schmuck. Sie besaß sehr viel schönen alten Schmuck. Und was ist aus dieser Erbschaft geworden? Ich habe nie was davon gesehen. Mein Vater oder meine Brüder, wahrscheinlich alle drei. Haben sie sich unter den Nagel gerissen? Haben Sie das Testament? No. Haben Sie Ihren Anspruch je geltend gemacht? Ich meine, haben Sie das Geld und den Schmuck jemals von Ihrer Familie verlangt? Klar. Als ich 18 Jahre alt war. Da haben sie mir gesagt, wenn du 21 bist. Und dass ich 21 war, habe ich es nochmals verlangt. Und waren Sie damals bei einem Rechtsanwalt? Nein. Warum nicht? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben keine Eile. Ich bin mit meinem Vater und zwei Brüdern aufgewachsen. Meine Mutter hat sich scheiden lassen, da war ich 4 Jahre alt. Sie lebt jetzt in Amerika, ist wieder verheiratet. Darf ich rauchen? Wenn es hilft. Mein Vater kann mich nicht leiden. Er hasst meine Mutter, weil sie ihn verlassen hat, und er hasst mich, weil ich ihr ähnlich sehe. Er und meine Brüder haben mich gequält, mein Leben lang. Wie gequält? Dass sie mich geschlagen haben, das war so normal wie Essen und Trinken. Das habe ich gar nicht mehr gemerkt. Alle drei? Mein Bruder Axel am meisten. Er hat genau gewusst, welche Puppe ich am liebsten hatte, und die hat er dann kaputt gemacht. Oder als ich einmal eine Katze hatte, die war dann aufgehängt an meiner Zimmertür. Der andere Bruder Jochen war auch nicht viel besser. Aber er hat manchmal so was wie Mitleid mit mir gehabt. Er ist jetzt Rechtsanwalt. Sprechen Sie von Dr. Jochen Kepler?
Kennen Sie ihn? Ja, flüchtig. Sind Sie mit ihm befreundet? Nein. Ich kenne seinen Namen, wie man sich unter Anwälten kennt. Ich habe ihn vielleicht ein, zweimal gesehen. Es bringt wohl nichts, wenn ich Ihnen von meiner traurigen Kindheit erzähle. Folgendes sind die Fakten. Vor 2 Jahren haben Sie mich aus dem Haus geworfen. Wir lebten zusammen in einem Haus, mein Vater, Jochen und ich. Axel hatte auch noch ein Zimmer, aber er war selten da. Sie haben mich also auf die Straße gesetzt und gesagt, ich soll mich nicht mehr blicken lassen. Ich habe dann eine Zeit lang in Frankfurt rumgelungert und bin dann zu meiner Mutter nach Chicago geflogen. Dazu hatten Sie das Geld? Das habe ich mir irgendwo geliehen. Aber meine Mutter konnte auch nichts mit mir anfangen. Sie hatte 3 Kinder aus ihrer 2. Ehe. Ich bin dann 2 Jahre durch Amerika gereist. Vor 3 Tagen bin ich wieder zurückgekommen. Ich wollte zurück in unser Haus, in mein Zimmer, aber sie haben mich nicht reingelassen. Man hat mir einfach die Tür vor der Nase zugeknallt. Wer? Mein Vater. Wann war das? Gestern. Gleich, als ich vom Flugplatz gekommen bin. Mich einfach nicht reingelassen. Ich musste mein Hotelzimmer nehmen. Sind in diesem Zimmer, ich meine in Ihrem Haus, Gegenstände, die Ihr persönliches Eigentum sind? Ja, sicher. Kleider, Bücher, Platten, Möbel, alles. Es dürfte eigentlich kein Problem sein, sich diese Dinge zu holen. Ob Sie allerdings ein Wohnrecht in dem Haus haben, das... Ich will da nicht mehr wohnen. Gut. Was diese Erbschaftsangelegenheit anbelangt, werde ich mich mit Ihrem Bruder Dr. Jochen Kepler unterhalten. Zwischen Juristen gibt es zwar nicht notwendigerweise eine Lösung, aber ich hoffe doch eine Verständigung. Einverstanden? Ja. Was den persönlichen Besitz in Ihrem ehemaligen Zimmer betrifft, schlage ich vor, dass Sie es noch einmal in Güte versuchen. Ich traue mich da nicht mehr hin. Ja, dann nehmen Sie eine Begleitperson mit. Haben Sie niemanden, der... No. Meine alten Freunde... No, ich habe niemanden mehr. Vielleicht können Sie... Tut mir leid. Ich kenne einen Privatdetektiv, der Sie begleiten würde. Aber er wird ein Honorar verlangen. Ja. Guten Tag. Zu Frau Kepler, bitte. Sie ist gerade weggegangen. Ach nee. Wenn sie kommt, ich bin in einer halben Stunde wieder da. Sie sind es. Ich bin was? Josef Matula. Dann sind Sie Trixie Kepler. Wissen Sie, dass jedes junge Mädchen von einem Detektiv träumt? Meine sah genauso aus wie Sie. Ich dachte, junge Mädchen träumen von Prinzen. Könnte sein, dass Sie sehr wenig über junge Mädchen wissen? Ja. Ich habe sie lieber ein bisschen älter. So wie mich. Genau so. Wenn es Ihnen recht ist, könnten wir gleich gehen. Haben Sie ein Auto? Ich verstehe das nicht. Mein Vater ist gehbehindert und sitzt im Rollstuhl, der ist immer zu Hause. Und was jetzt? Wir fahren zu meinem Bruder.
Herr Ober. Ich sehe es da. Was will die denn hier? Ich vermute, Sie sind Gäste und haben sich nur als Kellner verkleidet. Was wollen Sie? Falls Sie doch Kellner sein sollten, wäre mir ein Whisky recht. Mit Eis und wenig Wasser. Und für die Dame ein Gin Tonic. Ohne Eis. Was hat er gesagt? Nichts. Aber er hat mir durch ein gnädiges Nicken zu verstehen gegeben, dass er nicht taub ist. Warum fragen Sie ihn nicht nach Ihrem Bruder? Vielleicht kommt er heute gar nicht. Ihr Whisky, für Zimmer 50. Sie haben den Gin Tonic für die Dame vergessen. Die Dame wird hier nicht bedient. Ich würde gerne den Chef sprechen. Darf ich vorher meine Schwester begrüßen? Na, Schwesterlein, wie war's denn in der großen, weiten Welt? Mal so, mal so. Aber wo es am beschissensten war, war es immer noch besser als bei euch. Ja, das ist das Fernweh, Schwesterlein. Das vergoldet alles. Sie wollten mich sprechen? Ja. Ich wollte Sie fragen, warum meine Begleiterin nichts zu trinken bekommt. Axel Kepler. Josef Matula. Angenehm. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Hm? Ach so, ja, warum? Ja, das ist leicht zu beantworten. Weil meine Schwester keinen Alkohol verträgt. Er ist mit ihrem System inkompatibel. Glauben Sie nicht, dass Ihre Schwester das selbst beurteilen sollte? Nein, das glaube ich aufs Entschiedenste nicht. Oder sagen wir es anders. Natürlich kann sie das selber beurteilen. Aber nicht in meinem Lokal. Ich will ins Haus, ich will meine Sachen holen. Warum tust du das nicht? Man lässt mich nicht rein. Ja, du hast doch einen Schlüssel und außerdem... Hab ich weggeschmissen. Ist Vater da und wird die aufmachen? Das tut er nicht. Ich war zweimal da und er hat nicht aufgemacht. Das verstehe ich zwar nicht, aber du kannst meinen haben. Gib ihn Vater, wenn du gehst. Oder willst du wieder einziehen? Ich will meine Sachen holen. Konzentrier dich, wenn du das tust. Ich meine nicht, dass du aus Zerstreutheit irgendwelche Dinge mitnimmst, die dir nicht gehören. 14,50 Mark. Der Rest ist für Sie. Vater? 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 Kommen Sie. Was weiß ich, vielleicht im Keller. Ist er tot? Ihr Vater? Ja. Er ist schon länger tot. Die Totenstarre hat schon eingesetzt. Wie lange? Ich bin kein Arzt. Hat er denn hier allein gewohnt? Als ich vor 2 Jahren wegzog, wohnte mein Bruder Jochen noch hier bei ihm. Tja, dann rufen wir mal die Polizei.
Warum die Polizei? Wenn es ein tödlicher Unfall war, verständigt man meist die Polizei. Wieso? Damit sie feststellen kann, ob es ein Unfall war. Wenn man das tut, dann tun wir das mal. Hallo? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Hallo, ich bin's, Trixi. Mach auf. Jochen, bist du's? Hat der Keller noch einen anderen Ausgang? Mann. Gibt's hier irgendwo Werkzeug? Wird schon irgendwas passieren? Ich fühle mich wohler, wenn ich bestimme, was passiert. Vater? Hände hoch. Du auch. Da rein. Wo ist Vater? Da unten. Ihr habt ihn umgebracht. Einen alten, wehrlosen Mann. Und dann haben wir das Licht ausgemacht und uns eingeschlossen. Und Ihr Vater hat vor Schreck die Totenstarre gekriegt. Aufhören! Schwester. Waffe weg, Polizei! Hände hoch! Los, Handschellen anlegen. Sie machen keine Aussage. Nichts, kein Wort. Schnauze. Nur Ihren Namen natürlich. Schnauze! Ich hab's gehört, war ja laut genug. Um die Höflichkeiten einzuleiten. Hauptkommissar Borg vom 1. Kommissariat in Frankfurt. Mein Assistent, Herr Stein. Sie sind dran. Zunächst nur zur Person. Axel Kepler, 32, Kaufmann, selbstständig, deutscher Staatsbürger, wohnhaft in Frankfurt 50, im Wall 8. Josef Matula, meine Adresse kennen Sie ja. Die Dame? Ich sage gar nichts, ehe Sie mir nicht diese Handschellen abnehmen. Die Handschellen tun der Dame weh, nehmen Sie sie bitte ab. Maria, Angelika, Kepler, 28, wohnhaft Hotel Ebel, Frankfurt. Seit wann wohnen Sie in diesem Hotel? Und seit 4 Tagen. Haben Sie einen Wohnsitz in Deutschland? Nicht mehr. Ihr Verhältnis zu Herrn Matula? Keines. Sie ist meine Klientin. Das heißt, Frau Kepler hat Sie als Privatdetektiv engagiert? Ja. Mit welchem Auftrag? Aber Herr Borg, Sie wissen doch, dass Sie uns ohne vorherige Rechtsbelehrung nur zur Person befragen dürfen. Dann belehre ich Sie hiermit. Wir würden Zeit sparen, wenn Sie uns gleich mit unserem Anwalt telefonieren ließen. Wir fahren ins Präsidium. Dann kann Herr Matula mit seinem Anwalt sprechen. Als die beiden gegangen waren, und Trixi war mit diesem Privatdetektiv. Trixi? Ja, Trixi ist der Kosename von meiner Schwester. Ich glaube, seit ihrer Geburt hat sie niemand mehr Maria Angelika genannt. Sie war immer nur unsere kleine Trixi. Ja, also als die beiden gegangen waren, kam mir die Sache irgendwie komisch vor.
Mein Vater war gehbehindert und hat fast nie das Haus verlassen. Außerdem konnte ich mir einfach nicht vorstellen, warum er Trixie nicht die Tür aufmachen sollte. Ich bin also zum Haus gefahren. Die Haustür war angelehnt. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und da hörte ich Geräusche von splitterndem Holz. Ich bin den Geräuschen nachgegangen und kam gerade dazu, wie dieser Mazzola die Kellertür aufbrechen wollte. Als er mich gesehen hat, hat er sich sofort auf mich gestürzt. Ich habe mich gewehrt und es kam zu einer Keilerei. Auf einmal sehe ich Trixie. Sie hat eine Pistole in der Hand und zielt auf mich. Sie wollte mich umbringen. Genauso wie sie unseren Vater umgebracht hat. Sie hasst uns beide. Bitte nur die Fakten. Na, den Rest der Fakten kennen Sie ja. Sie haben mir das Leben gerettet. Ich danke Ihnen. Mein Bruder lügt, wenn er den Mund aufmacht. Er hatte die Pistole. Halten Sie den Mund. Lassen Sie Renz reden. Ich führe das Verhör. Sie verbieten hier niemandem den Mund. Sie wollen nur, dass ich mich verplappere. Ich habe nichts zu verbergen. Als ich mich mit der Pistole sande. Okay, ich sage nichts. Ich schlage vor, dass wir systematisch vorgehen. Wir danken für diesen Vorschlag. Darauf wären wir ohne Ihre Hilfe nie gekommen. Warum sind Sie so gereizt? Weil Sie so gespreizt daherkommen. Glauben Sie, wir machen unsere Arbeit unsystematisch? Darf ich Sie noch mal fragen, warum Sie so emotionalisiert sind? Ja, Sie dürfen. Und ich werde Ihnen die Antwort nicht schuldig bleiben. Weil Ihr Juristen, besonders die Herren Rechtsanwälte, aber die Staatsanwälte sind auch nicht viel besser, die Angewohnheit habt, beziehungsweise dem Zwang unterliegt, uns Polizeibeamte wie subalterne Idioten zu behandeln. Ich habe meinen Beruf gelernt, Herr Rechtsanwalt. Mindestens so gut wie Sie den Ihren. Und ich bin der Meinung, dass meine Arbeit mindestens so viel zur Wahrheitsfindung beiträgt wie die Ihre. Ich bitte Sie, von weiteren Belehrungen Abstand zu nehmen. Ich habe Sie nicht belehrt. Ich habe lediglich vorgeschlagen, systematisch vorzugehen. Und darin liegt das Überhebliche, Herablassende, ja Beleidigende. Das unterstellt ja geradezu, dass wir hier nicht systematisch arbeiten. Das habe ich nicht gemeint. Wenn Sie es so verstanden haben, dann stelle ich das gerne richtig. Reden wir also zunächst über die Waffe. Es ist nicht diejenige, für die Herr Matula einen ordnungsgemäßen Waffenschein besitzt. Es wird auch von niemandem behauptet, dass er sie in das Haus Kepler gebracht hat. Was die Frage betrifft, ob Axel oder Maria Angelika Kepler sie in das Haus gebracht hat, stehen zwei Aussagen gegen eine. Matula und Frau Kepler behaupten, Axel Kepler habe sie ursprünglich gehabt, während dieser... Ja, ich weiß, Aussage gegen Aussage. Zwei Aussagen gegen eine. Privatdetektiv und Klientin. Gut. Sagen wir, die Herkunft der Waffe ist ungeklärt. Bleibt der Unfall oder die Tötung des Erich Kepler? Worum handelt es sich Ihrer Meinung nach? Um Ersteres oder Letzteres? Das können wir noch nicht sagen. Wenn es sich um Tötung handeln sollte, besteht Tatverdacht gegen meine Mandantin oder gegen Herrn Matula? Falls die gerichtsmedizinische Untersuchung ergibt, dass der Tod schon am Vormittag eingetreten ist, sieht die Sache anders aus. Gut. Nachdem das geklärt ist, eine marginale Frage. Wer hat Matula und Trixie im Keller eingesperrt? Axel, der meiner Meinung nach die Pistole hatte, will es nicht gewesen sein. Wer dann? Gute Nacht. Die Nacht? Dann gehe ich. Die Nacht. Josef. Nennt man Sie Josef? Oder haben Sie einen, wie sagt man, Kosenamen, ist ein blödes Wort. In der Schule nannte man mich Jupp. Aber so nennt mich Gott sei Dank keiner mehr. Was sagt Renz zu Ihnen? Josef. Ich heiße Maria. Warum nennt man Sie dann Trixie?
Weil ich kein Luder war. Sie haben doch gehört, was mein Bruder gesagt hat. Ihr Bruder hat nicht gesagt, dass Sie ein Luder sind. Maria passt nicht zu einer wie mir und Angelika auch nicht. Wissen Sie, was Angelika heißt? Engel. Das passt noch weniger. Kommen Sie. Vielleicht kriegen wir noch was zu trinken. Haben Sie noch was zu trinken? Guten Abend. Bier, Wein, Whisky. Whisky und Wasser. Für mich ein Bier. Ein Whisky. 9,50 €. Stimmt so. Haben Sie keine Gläser? Sie sind oben auf dem Zimmer. Zimmer 12, bitte. Nein. Haben Sie Geschwister? Nein. Eltern? Mein Vater ist gefallen. In den letzten Tagen 45, als schon alles vorbei war. Meine Mutter ist 69 gestorben, Krebs. Haben Sie sich geliebt? In dem bisschen Zeit, was Sie hatten, sehr, glaube ich. Bei uns gab es nur Hass. Vater-Mutter-Hass, Vater-Tochter-Hass, Bruder-Schwester-Hass. Vater-Söhne? Irgendwie sind sie miteinander ausgekommen. Karten, Rennplatz, Fußball. Aber im Grunde haben sie den Alten immer verachtet. Was ist mit Axel? Er ist jetzt auch nicht. Einmal hat eine Vase nach Vater geworfen, hat die nur um einen Zentimeter verfehlt. Sie rauchen viel. Ich muss mich an das festhalten. Das hat mein Psychiater erklärt. Sie waren in Behandlung? Ja, in Amerika. Ich glaube, ich kann nicht schlafen. Es war sehr lieb, dass Sie mir noch Gesellschaft geleistet haben. Ich möchte nicht gehen. Ich weiß. Vielleicht möchte ich auch nicht, dass Sie gehen. Aber Sie müssen.
Bitte, nehmen Sie doch Platz. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, stehen wir lieber. Wie Sie wollen. Können Sie uns sagen, wo sich Ihre Mandantin Maria Kepler zurzeit aufhält? Wo sie im Moment ist, weiß ich nicht. Wo sie im Prinzip ist, wissen Sie auch. Im Hotel Ebel. Da ist sie heute Morgen ausgezogen. Nein, sie hat sich heute noch nicht bei mir gemeldet. Darf ich fragen, was Sie von ihr wollen? Eine Nachbarin der Keplers, eine Frau Schlüter, hat Maria Kepler gestern Morgen gegen 10 Uhr das Haus Kepler betreten sehen. Das medizinische Gutachten, das inzwischen vorliegt, legt die Todeszeit von Erich Kepler zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr. Ich verstehe. Um 12 Uhr war die Mandantin bei mir. Um die Tat zu gestehen. Mein lieber Herr Borg, sie hat sich mit mir darüber besprochen, wie sie an ihr persönliches Eigentum, das sich im Haus Kepler befand und wohl noch befindet, kommen könne. Und sie hat mit mir eine Erbschaftsangelegenheit diskutiert. Gut, Herr Dr. Lenz. Falls sich Ihre Mandantin bei Ihnen meldet, würden Sie sie bitte dahingehend beeinflussen, dass sie sich uns zu einer Einvernahme stellt? Falls sie sich bei mir meldet. Na, das war's ja dann wohl. Da haben Sie auch so schlecht geschlafen? Nein. Eigentlich gar nicht. Mir ist die halbe Nacht die Frage durch den Kopf gegangen. Wer die Kellertür wohl abgeschlossen haben mag. Das muss doch wohl dieselbe Person gewesen sein, die die Polizei verständigt hat, oder? Ja, das denken wir auch. Was hat er denn gesagt, der Anrufer? Schicken Sie sofort einen Wagen in die Wilderich-Landstraße 7. Im Keller sind eine Leiche und zwei tatverdächtige Personen eingesperrt. Beeilen Sie sich, sonst sind die Verdächtigen weg. Und dann hat er aufgelegt. Er? Ein Mann also? Ja. Zwei tatverdächtige Personen. Hat er das so gesagt? Ja. Haben Sie die zweite Person im Haus, Herrn Dr. Jochen Kepler, schon gesprochen? Ja, heute Morgen. Er war wohl nicht der Anrufer, oder? Er sagt nein. Er ist Anwalt, nicht? Ja. Tja. Hoffentlich schlafe ich heute Nacht besser. Ja, das hoffen wir. Tja. Ja? Wieso fragst du? Ich war noch mit auf ihrem Zimmer und wir haben zusammen einen Schluck getrunken. Ob du es glaubst oder nicht, nein. Okay. Ich tue, was ich kann. Guten Tag. Ich möchte zu Frau Kepler. Die Dame ist abgereist. Wann? Heute Morgen. Hat sie bei Ihnen ausgeschickt? Ja. Wie ist er denn weggekommen? Wir geben keine Auskunft über unsere Gäste. Verstehe. Können Sie ein Taxi gerufen haben? Könnte, ja. Können Sie mir die Nummer des Taxiunternehmens geben? Ich habe hier kein Taxi gerufen. Sie ist zu Fuß weggegangen. Mit Ihrem Gepäck? Sie hatte nur eine kleine Tasche bei sich. In welche Richtung ist sie denn gegangen?
Ich glaube, nach rechts. Ja, nach rechts. Wenn Sie wieder mal einen Nebenverdienst brauchen, rufen Sie mich an. Ich interessiere mich so ziemlich für alles. Mädchen drin, schwarze Haare und Pfiffi um den Hals. Ja, die ist gerade raus hier. Ich möchte gern zu Frau Kepler. Tut mir leid, haben wir nicht. Ziemlich hübsches Mädchen. Schwarze Haare, rote Schuhe. Sie trägt um die Schultern so einen Pelz. Wissen Sie vielleicht jetzt, wen ich meine? Ich weiß aber nicht, ob sie sehen will. Das lässt sich ganz leicht rauskriegen. Sie rufen an und fragen Sie. Mein Name ist Matula. Sagen Sie ihm, ich treffe ihn in der Halle. In 5 Minuten. Wer war das? Ein Privatdetektiv. Was will er? Das wird er mir gleich sagen. Entschuldigen Sie, Frau Schlüter, meinen Sie, dass das richtig ist?
die Hecke jetzt im Dezember noch zu stutzen? Ja, ich weiß. Viele sagen, man soll es im Frühjahr machen oder im März, aber ich habe mit dem Dezember ganz gute Erfahrungen gemacht. Naja, Sie müssen doch zugeben, dass meine Hecke gar nicht so schlecht aussieht. Ja, das muss ich zugeben. Unten vielleicht ein bisschen dünn, aber... Aber dafür stutze ich sie doch, damit sie nicht in die Höhe schießt und unten ihre neuen Triebe kriegt. Ja, klar. Haben Sie diese Arbeit gestern auch schon gemacht? Jetzt sagen Sie bloß, Sie sind auch einer von der Polizei. Nein. Nein, nein, nein. Sie kenne ich. Sie sind vom Fernsehen. Nein, ich bin Rechtsanwalt. Rechtsanwalt? Na ja, dann können Sie diese Person ja endlich dahin bringen, wo sie hingehört. Mord. Das ist ja schon schlimm genug, aber den eigenen Vater, nee. Da fehlen mir eigentlich die Worte. Und dann noch einen Krüppel. Ja, ich habe ja gehofft, dass sie ein für alle Mal verschwindet, nachdem sie vor 2 Jahren weglief. Aber nein, da kommt sie zurück und dann passiert das. Sagen Sie, Frau Schlüter, Sie haben sie gestern Morgen gesehen? Ja, so um 21:30 oder 22:50, da ist sie da mit dem Taxi angekommen und ins Haus gegangen. Da haben Sie hier gearbeitet, an dieser Stelle? Nein, nein, da war ich noch nicht so weit. Da habe ich da drüben gearbeitet, ja, hier ganz hinten. Ja, aber von dort, da kann man doch die Haustür gar nicht sehen. Ja, also wenn sie aufs Grundstück geht, dann wird sie ja wohl auch ins Haus gehen, oder? Haben Sie auch beobachtet, wie sie wieder rausgekommen ist? Nein, das habe ich nicht. Als sie angekommen war, da ging bei mir das Telefon. Eine Freundin war am Apparat. Wir haben so eine halbe Stunde geredet, ja. Und als ich dann wieder rauskam und an meine Arbeit ging, ja, da habe ich sie nicht mehr gesehen. Vielen Dank, Frau Schlüter. Sie haben mir sehr geholfen. Ja, was sagten Sie, sind Sie? Rechtsanwalt. Verteidigen Sie diese Person vielleicht? Sie sollten sich schämen. Trixi. Die Polizei sucht Sie. Sie muss doch gehen lassen. Gestern war doch alles in Ordnung. Heute wissen Sie mehr. Was zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Sie gestern Morgen zwischen 10 und 11, also in der Zeit, als Ihr Vater gestorben ist, im Haus waren. Noch. Ich war an der Tür, ja. Ich habe geklingelt, ja. Aber niemand hat aufgemacht. Und dann sind Sie wieder weggegangen? Ja. Das könnte stimmen. Oder anders gesagt, es gibt niemanden, der was anderes gesehen hat. Weshalb haben Sie mich aufgespürt? Weshalb haben Sie sich versteckt? Ist das nicht klar? Nein. Weil ich Angst vor Axel habe. Er glaubt, ich habe unseren Vater umgebracht. Ihm ist egal, was die Polizei sagt. Er will selbst den Richter spielen. Ich möchte zu Dr. Kepler. Der ist nicht da. Wissen Sie, wo er ist? Moment. Also, 100 auf German. Platz. Und Herr Dr. Renz. Wollen Sie zu mir? Ja, Ihre Sekretärin hat mir gesagt, 1000 Mark auf Westwert, Sieg. Dann gehen wir noch in mein Büro. Hier sind die Steuern. Wir sind klar? Jawohl, danke schön. Zunächst mein Beileid zum Tod Ihres Vaters. Ich vertrete Ihre Schwester zivilrechtlich. Sie macht eine Forderung gegen Sie, Ihren Bruder Axel und Ihren Vater geltend. So? Welcher Art? Sie behauptet, eine Erbschaft von Ihrer Patentante gemacht zu haben. Die Erbschaft besteht aus Geld, über dessen Höhe sie nie informiert worden ist, und Wertgegenständen. Hauptsächlich Schmuck. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist richtig, dass sie Geld und Schmuck geerbt hat. Was ist damit geschehen? Den Schmuck, den habe ich ihr ausgehändigt. Gegen Quittungen natürlich, detailliert, jedes Stück aufgezählt. Und das Geld? Das Geld? Das habe ich treuhänderisch verwaltet und ihr ausgezahlt, als sie volljährig meine 18 wurde. Sicher auch gegen Quittung.
Gegen viele Quittungen. Die kam öfter und wollte mal 2.000, 3.000, 5.000 Mark haben, die ich ihr gegeben habe. Die ganze Erbschaft belief sich exakt auf 67.800 Mark. Das wissen Sie auswendig? Ja, Dr. Renz. Ich habe mir heute meine Buffer noch genau angesehen. Denn mir war klar, wenn Trixie zurückkommt, dass es stunk macht. Und Sie haben über alle ausgezahlten Beträge Quittung? Nein. Die hat sie mir gestohlen. Wann? Nicht jetzt, schon damals. Sie hat mir meine Quittungen gestohlen und meinem Vater und meinem Bruder und mir Geld und Schecks und verschiedene Wertsachen. Das fing schon an, als sie 13 Jahre alt war und hörte erst auf, als ich sie rausgeschmissen habe vor 2 Jahren. Und Sie meinen, diese angeblichen Diebstähle kompensieren sozusagen die Erbschaft? Sie übersteigen sie bei Weitem. Sie hat einmal einen Scheck über 30.000 Mark mit Axels Unterschrift gefälscht. Und Sie haben sie nicht angezeigt? Nein. Wozu brauchte sie das viele Geld? Ach, wussten Sie das nicht? Sie ist drogensüchtig. Nein, das wusste ich nicht. Bitte, Herr Dr. Enz. Dankeschön. Noch eine Frage. Waren Sie es, der Trixie Matula, und die Leiche Ihres Vaters im Keller gesehen, die Tür abgeschlossen und die Polizei verständigt hat? Bleibt das unter uns? Ja. Dann ist die Antwort ja. Warum haben Sie das Haus verlassen, nachdem Sie die Polizei angerufen hatten? Wissen Sie, ich mache mir nichts aus Frauen. Ich trinke und ich rauche nicht. Ich mache keine Reisen. Ich habe nur eine große Leidenschaft. Ich bin Spieler. Ich sehe den Zusammenhang nicht. Der kommt jetzt. Ich habe gestern Nachmittag Poker gespielt. Es ging um sehr viel Geld und ich habe sehr viel Geld verloren. Abends um 11 akkumulierten sich extrem hohe Einsätze. Ich war drin und wollte weiterspielen, hatte aber kein Geld mehr. Also haben wir uns geeinigt, dass die Karten versiegelt werden und ich eine halbe Stunde Zeit habe, um Geld zu holen. Ich hatte noch Bargeld zu Hause. Ich fuhr also nach Hause, um das Geld zu holen, und als ich das Haus verließ, hörte ich Geräusche, sah Licht aus dem Keller dringen. Ich ging hin und sah Trixie und einen mir unbekannten Mann und die Leiche meines Vaters im Keller liegen. Daraufhin habe ich die Kellertür abgesperrt, habe die Polizei angerufen und bin wieder zu meinem Spiel zurückgefahren. Schon eine seltsame Familie, nicht? Der eine Drogen, der andere kartensüchtig und der dritte. Aber es ist schon normal, Herr Dr. Renz. Warum haben Sie der Polizei gegenüber nicht zugegeben, dass Sie es waren, der angerufen hat? Sie wissen ja, wie heikel es um die Standesehre von uns Anwälten bestellt ist. Eine allerletzte Frage noch. Haben Sie das Spiel gestern Abend gewonnen? Ja. Frau Kepler. Die Dame ist mit einem Herrn weggegangen. Danke. Ein Gin Tonic, bitte. Gin Tonic, sofort. War Jochen Kepler heute schon da? Nicht, dass ich wüsste. Wissen Sie, ob er noch kommt? Tut mir leid, keine Ahnung. Ich war gestern mit ihm verabredet, aber mir ist was dazwischen gekommen. Da haben Sie aber Glück gehabt. Er hat ja gestern mächtig abkassiert. Zuerst sah es schlecht aus für ihn, und dann kam er mit frischem Geld. Und von da ab hatte er eine Wahnsinnssträhne. Da kommt er übrigens. Rien va plus. Zero. Chance auf Poker. Wirkliches Full House. Chance auf Flash. $500.
5 und 5. Tausend. Und 5000. Passe. 5000. Und 5. Ich kann nicht mehr, ich habe nur noch 8. Kannst du mir 10 leihen? Ich möchte sehen. Und 10. Zufrieden? Überzeugt, dass ich die Wahrheit gesagt habe? Ja. Wie viel haben Sie denn verloren? 800? Mehr als 1000. Das ist eine teure Recherche, nicht? War es Mord oder ein Unfall? Er war schon seit Jahren nicht mehr im Keller. Es gibt auch nichts, was er hätte holen oder suchen können. Ich habe noch mal nachgesehen. Andererseits? Andererseits? Es gibt kein Motiv. Er hatte kein Geld im Haus, er hatte auch keine Feinde, er hat noch nicht mal Freunde. Waren Sie nicht sein Freund? Ich bin sein Sohn. Und die Zeiten sind vorbei, dass dieser klassische Konflikt emotionsbeladen war. Nein, ich sehe keinen Grund. Und ich habe zu unserem Gespräch über Ihre Mandantin auch nichts beizufügen. Aber sollte sie angeklagt werden? Ich werde nicht aussagen. Weder für die Anklage noch für die Verteidigung. Gute Nacht und vielen Dank. Gute Nacht. Geld für das, was er tut, nicht? Gewöhnlich. Sagen wir es andersrum. Er tut nichts, wenn er kein Geld kriegt. Gewöhnlich. Aber jetzt kriegen sie kein Geld. Und tun eine Menge. Irgendwas muss daran doch ungewöhnlich sein. Ja, du. Du bist ungewöhnlich.
Josef Matula, spiel nicht mit mir. Ich habe auch Angst, dass man mit mir spielt.